Hallo allerseits, hier ist wieder Stricky bei Armored Warfare. Noch heute, also nur noch heute, gibt es den Typhoon 2 zu kaufen. Das ist ja, glaube ich, das erste Mal, dass er so einzeln zu kaufen ist. Vorher gab es den, soweit ich weiß, nur in der Collectors Edition. Jo. Habe ich mich immer vorgesträubt, die große Collectors Edition oder überhaupt so ein großes Paket zu kaufen. War mir einfach ein bisschen Fülle, ja. Yeah. So, was zeichnet den aus? Mal schauen. Alpha-Schaden, ja, ist nicht so extrem mächtig, aber die Schussrate ist ziemlich cool. Und ja, was haben wir hier? Also 508 Schaden, 490 Durchschlag, ist okay. Nachladezeit 7,51 Sekunden. Na gut, die kann man ein bisschen habe ich ein bisschen gestrafft, indem ich ganz einfach so das eine Besatzungsmitglied, der Ladeschütze, habe ich Attribut Feuerrate mit eingebaut, dass die Feuerrate erhöht wird um 2,5% und die Nachladezeit noch mal ein bisschen verbessert mit diesem Retrofit hier, verbesserter Kanonenverschluss, also bisschen bessere Feuerrate. Die, ich finde die voll in Ordnung, muss ich dazu sagen. Und schauen wir uns einfach mal, ach, ich klicke mal das Falsche, ein Replay an. So, das war ein PvP-Gefecht. 3 gegen 3. Ja, der Typhoon, das ist ein schweizerischer Panzer, in der Schweiz entwickelt. Und, ja, weiß nicht, der großartig verkauft wurde. Fahrer, gib Gas, okay. So. Das machen wir mal aus dem Bild raus. Immer diese Infos hier. So, ich bin hier, also in meinem Dreierteam ist ein Zug aus zwei T-64A und die zwei sind mir schon mehrmals als Zug begegnet in Gefechten. Fand ich ganz lustig. Und die haben gleich angepinkt, wo ich hin soll. Ich natürlich okay. Und gerade in den Dreiergefechten ist es sehr, sehr wichtig, dass man zusammenspielt. Denn sobald einer ausfällt, ist schon das Gefecht fast gelaufen, bin ich der Meinung. So, die haben gepinkt, wo ich hin soll. Habe ich gedacht, na gut. Stelle ich mich hier hin. Und dann fiel mir ein. So schön. Stellen wir uns mal lieber noch ein bisschen höher. Warum der jetzt geschossen hat, ist mir immer noch ein Rätsel. Und dann habe ich gedacht, na gut, stelle ich mich noch ein bisschen höher, ne? Dass ich gleich sehe, wenn die da auf der übernächsten Düne, wenn der Gegner da kommen sollte, und siehe da, da ist es schon. Gleich mal einen verpasst, dem WZ. Also man merkt schon, die Feuerrate ist in Ordnung. Mit dieser Feuerrate kann man auch ein direktes Duell mit einem Kampfpanzer gewinnen, wenn man weiß, wo man hinschießen soll, da man generell immer schneller lädt als der Kampfpanzer. Vorausgesetzt, man kommt durch, aber ich komme hier ziemlich gut durch, muss ich echt sagen. Man sieht leider nicht viel. So, die haben sich jetzt ein bisschen eingenebelt da hinten, aber bleiben nach wie vor an dieser Düne. Da ist der WZ wieder. Zack, habe ich ihm wieder 499 abgezogen. So, dann habe ich dem WZ nochmal Haufen abgezogen und dann war er auch weg. So, jetzt haben wir, wen haben wir da noch? Ah, das war kein guter Schuss, aber wie gesagt, aber kann auch mal einen versemmeln, man lädt ziemlich schnell durch. So, der eine T-64 ist ziemlich weit runtergeschossen, der zieht sich zurück. Jetzt habe ich den OF-40 mal im Visier.
der sich auch so schön dämlich dahinstellt. Und haben dann auch rausgenommen. Kurz zuvor hat er leider einen von uns noch mit rausgenommen. Jetzt ist nur noch der T62 übrig, der zwischen mir und meinem Kumpanen steht. Und da habe ich gedacht, na gut, da gehe ich drauf. Da gehe ich drauf. Oh, der steht hier so knapp hinterm Felsen. Und ehe ich jetzt losschießen kann, bam, ist er weg. Aber man hat da schon die Stärke von dem Panzer gesehen. Irgendwo im Hintergrund stellen, warten, was aufgedeckt wird und reinrumsen. Also das macht wirklich Spaß. Ziemlich cooler Panzer. Und ich hatte halt das Glück, hier die zwei im Team zu haben, die sich ziemlich auskennen mit dem Spiel. Da bin ich natürlich sehr folgsam dann und habe mich dahingestellt, wo ich hin sollte. Denn bei diesen 3 gegen 3 Gefechten Alleingänge sind sinnlos. Also da muss man als Team agieren. Okay. War ein ziemlich cooles Gefecht und gleich sieht man, ich zeige es gleich nochmal im Log. So, also ich habe jetzt Premium, habe ich mir in dieser Halloween-Aktion habe ich einen Haufen Premium gewonnen. So ein Tag, 3 Tage. Das verbrauche ich jetzt nach und nach. Und Boosts kriegt man auch immer zu durch die Tagesmission und ja, wie gesagt, dadurch habe ich so viel Erfahrungspunkte jetzt gemacht mit dem Ding. Nicht schlecht. So, Teams, hier sieht man schön. Ich habe 3600 Schaden gemacht, hammerhart. Also, das lief doch ganz gut, muss ich echt sagen. So, nun bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Wie gesagt, heute gibt es den Panzer noch, nur noch heute. Und ich weiß nicht, ob es den dann noch mal wieder gibt. Oder ob es dann wieder diese Collectors Edition gibt, keine Ahnung. Also wem das Ding gefällt, der kann ruhig zuschlagen. Das ist. Im PvP kann man da was reißen. Und im PvE, muss ich noch dazu sagen, ist das Ding ein Monster. Also richtig gut. Also der bringt seine Credits ein, definitiv. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Stricky.